In jedem von uns steckt er, nämlich weil es oft naheliegender und einfacher ist, Pflicht zu erfüllen, als Verantwortung zu übernehmen. Pflicht zu erfüllen, damit komme ich dem nach, was von mir verlangt wird, was mir vorgeschrieben wird, während Verantwortung zu übernehmen heißt, zu überlegen, was hat das für Folgen, was ist für mich das Wertvolle, das Richtige und wie kann ich selbst mich dafür verantwortlich machen, was ich tue? Hier der erste Anruf. Herr Singer, würden Sie mir zustimmen, dass das Nichtzeigen von Zivilcourage bereits in der Schule jungen Menschen adressiert wird? Bereits dort gilt ja die Devise, nicht auffallen, keinen Widerspruch wagen. Später ist diesen Menschen das Duckmäusertum in Fleisch und Blut übergegangen. Sind Sie, Herr Singer, nicht auch der Meinung, dass gerade diese Menschen besonders leicht zu lenken sind? Zivilcourage ist kein Lernziel der Schule, so wie es heute aussieht. Im Gegenteil, in der Schule geschieht vieles, was Zivilcourage verhindert. Zum Beispiel die tägliche Bewertung in 1 und 6 in gut und schlecht, die Spontanität des Schülers, nämlich sich unbefangen zu äußern, ja einschränkt. Aber in vielen also Schule führt dazu, dass in vielen Kindern und Jugendlichen das Selbstwertgefühl vermindert wird. Und Selbstwertgefühl ist eine wichtige Grundlage der Zivilcourage. Mhm. Schule könnte dies anders machen. Zu Zivilcourage, ich denke jetzt an ein Mädchen, 4. Klasse. Die Lehrerin im Affekt stellt ein Kind vor die Tür, das gestört hat, und lässt es da stehen. Nach 1-2 Minuten steht die Katrin auf und sagt, Fräulein so-und-so, ich finde es nicht richtig, dass der Matthias jetzt vor der Türe steht. Der lernt ja nicht, was wir jetzt durchnehmen. Mhm. Die Lehrerin ist etwas verdutzt und stammelt etwas Entschuldigendes und holt ihn rein. Das war Zivilcourage eines 9-jährigen Mädchens und dieses Mädchen hat zumindest erfahren, dass es nicht zurückgewiesen worden ist. Und Kinder und Jugendliche müssten in der Schule solche Erfahrungen machen, dass ihre Meinung zählt, auch wenn sie nicht die Meinung des Lehrers ist, dass das, was sie im freien Aufsatz zum Beispiel berichten, dass das angenommen wird, auch wenn Erwachsene anders denken. Das ist der wichtige Punkt und in der Schule, da geht es überwiegend darum, die Normen zu erfüllen, die Lehrplannorm, die Lehrernorm. Und dadurch trägt Schule sehr viel mehr zur Anpassung bei, ist, wie ich meine, mehr eine Schule der Anpassung als eine Schule, die zu demokratischem Bürgermut führt. Teilt der Autor die weit verbreitete Auffassung, dass viel mehr Jugendliche als früher heute eher angepasst, konsumorientiert, statt gesellschaftskritisch verändernd ausgerichtet sind und sie sich lieber heraushalten, anstatt sich einzumischen? In den letzten 5 Jahren, das zeigt die neue Shell-Studie, Jugend 92, mhm, hat sich in der Tat der Mut Jugendlicher, sich einzumischen, verringert. Die Anpassung sich vergrößert. Vor 5 Jahren, bei der vorausgehenden Studie, war ein besonderes Kennzeichen der Kinder und Jugendlichen das Besorgtsein, die Zukunftsangst und sich das Engagieren. Heute ist es so, dass zwar eine große Mehrzahl der Jugendlichen es gut finden, sich sozial zu engagieren, aber ohne mich. Sie beurteilen das als richtig, aber machen nicht mit. Nur eine Minderheit mischt sich wirklich in soziale Fragen ein. Zuletzt hat man es ja gesehen beim Golfkrieg, wo vor allem Jüngere, 10- bis 14-Jährige, demonstriert haben. Aber insgesamt die Einmischung der Jugendlichen bereits nachgelassen hat. Also das stimmt leider und ich vermute oder ich sehe es so, dass sich die Jugendlichen von der unglaublichen Verdrängung der Erwachsenen anstiften lassen. Dann gibt es doch 2 Gegenargumente. Das eine ist der Hinweis auf die große Zahl von jungen Menschen, die sich gerade in Bürgerbewegungen mit engagieren, mit organisieren, etwas sehr Sinnvolles tun, jedenfalls nach meiner Ansicht. Und zweitens die extreme Form eines Jugendprotests, die sich in den beängstigenden Gewalttätigkeiten zeigt. Diese jugendlichen Gewalttäter, über die nun pausenlos berichtet und geschrieben wird, sind ja vorwiegend junge Leute. Ein Protest, der offenbar ganz verquer läuft, in die falschen Bahnen hineinschlittert.
Dieser Protest hat viel damit zu tun, dass Jugendliche wenig Chancen haben, sinnerfüllt zu arbeiten oder zu lernen. Ich denke, dieser Hintergrund, dass es sich zum Teil um Menschen handelt, die nicht wissen, wozu sie eigentlich da sind, denen, die ihre Wertlosigkeit oft erleben, indem sie arbeitslos werden, oder Hauptschüler etwa, die so erkennen, ich bin ja aufgegeben. Und von dieser Position her neigen sie dazu, eben durch Radikalität, durch Gewalt auf sich aufmerksam zu machen und nicht ihre Aggression, die ja auch berechtigt ist und hinter der auch gesunde Aggression steckt, in konstruktive Bahnen zu lenken. Hören wir noch einen Anruf. Warum besteht insbesondere im Bereich öffentlicher Verwaltungen so wenig Zivilcourage? Warum sind dort die Repressionsmechanismen besonders schlimm ausgeprägt? Ich denke, dass die Tatsache, dass in der Öffentlichkeit, im Rundfunk, im Fernsehen, in der Zeitung, in Büros so wenig Zivilcourage ist, hängt auch damit zusammen, dass sie nicht erwünscht ist. Immer wieder beobachte ich, wie Reglementierung, wie Gebote, Verbote ein solches Übermaß einnehmen, dass der Einzelne eben sich mehr oder weniger anpasst. Vor allem aber ist es so, dass dort, wo jemand ausschert und Zivilcourage zeigt, er mit Benachteiligung rechnen muss. Ich denke zum Beispiel jetzt an einen unlängst sich ergebenen Vorfall, der Major Pries, der von seinem Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht hat und der Ansicht war, dass man den Ausspruch Soldaten sind Mörder, dass man sich dem anschließen kann. Diese Meinungsäußerung hat ihm Degradierung eingebracht, hat ihm große Benachteiligungen eingebracht und es musste erst das übergeordnete Gericht kommen, um ihm zu sagen, dieser Bürger hat dem Grundgesetz entsprechend gehandelt. Freie und Meinungsäußerung. Nämlich der freien Meinungsäußerung. Er hat dies zu Recht getan. Und die Degradierung und die Verfolgung gleichsam wurde zurückgenommen. Ich weiß nicht sicher, ob nicht der damalige Bundesverteidigungsminister wissen hätte können, dass das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung Vorrang hat. Ich vermute eher, dass solche Bestrafungen andere Bürger, und da komme ich jetzt nochmal auf die Frage des Anrufers, andere Bürger einschüchtern soll, nämlich seht hier, was wir mit diesem machen, kann euch auch passieren, wenn ihr wieder den Speichel löckt. Ich möchte Sie einmal fragen, Herr Professor Singer, woran es denn Ihrer Meinung nach liegt, dass in der heutigen Zeit immer weniger Menschen den Mut haben, die eigene Überzeugung zu vertreten? Wird die Zivilcourage nicht geradezu von dem immer größer werdenden Egoismus in unserer Gesellschaft zerstört? Und außerdem würde es mich interessieren, Herr Professor Singer, ob man die sogenannte Zivilcourage überhaupt erlernen kann oder ob man sie als eine angeborene Charakterstärke einstufen muss. Ich komme zur ersten Frage. Ich denke, das, was Sie Egoismus nennen, nämlich unter dem Motto Sorge dich nicht, lebe, jetzt unser Leben zu gestalten, ist weit verbreitet. Ich meine auch deshalb, weil die Gefahren in unserer bedrohten Welt so groß sind. Die Klimagefahr, das Ozonloch, die militärischen Gefahren, die verpestete Luft, die verseuchten Meere. In der Tat sind die Gefahren so groß, dass sie Angst machen und deshalb die Bereitschaft zur Verdrängung sehr nahe liegt. Und da richtet sich die Mehrheit der Bürger leider darauf ein, an das eigene Leben, an das eigene Fortkommen zu denken und nicht daran, was mit den Kindern in 10, 20, 30 Jahren ist, wenn wir unsere Welt nicht bewahren vor den ganzen Zerstörungsmechanismen.